Ich heiße Agnes Hedinger. Ich komme ursprünglich aus Budapest, Ungarn. Ich wohne aber in München seit 5 Jahren und ich habe BWL studiert. Also ich habe einen recht internationalen Hintergrund. Ich habe einen Doppelabschluss gemacht in meinem Bachelorstudium, einmal in Budapest und einmal in Oxford. Bei EY bin ich in der Advisory, im Data and Analytics Team. Ich bin ein Data and Analytics Consultant. Also Data Driven Marketing hat vielleicht nicht so viel mit der Advisory an sich zu tun, aber mit Data and Analytics schon, um die Daten anzuschauen. EY ist anders, finde ich, in der Branche, dadurch, dass es viel mehr fokussiert ist an den Menschen, an den Mitarbeiter. Ich finde, dass dieses Motto von Building a Better Working World, das trifft ganz so auf für EY und wir fangen wirklich mit uns selber an und Mitarbeiter stehen wirklich immer im Fokus von allem, was wir machen. Das ist wirklich einzigartig in dieser Branche. Ich finde, dass es bei EY ganz viel Fokus darauf gelegt wird, wie es uns geht, ob unsere Belastung gut ist, es ist zu viel, zu wenig, wo sehen wir uns in den nächsten Jahren, wo wollen wir uns hinentwickeln, welche Ziele haben wir. Und es gibt super viele andere Mitarbeiter und Kollegen und die Führungskräfte, die dann tatsächlich darauf achten, dass es dann in die Richtung weitergeht. Wir haben bei EY super viele Sportaktivitäten, egal ob es jetzt privat organisiert ist oder durch die Firma gesponsert ist. Das finde ich super, weil Sport ist schon wichtig für mich als Mitarbeiter und diese Work-Life-Balance zu schaffen. Im Münchner Office bei EY haben wir die Happy Hours jeden Freitag oder fast jeden Freitag, wo wir mit anderen Kollegen hingehen. Das ganz Besondere, was ich beitragen konnte oder immer noch beitragen kann, dass ich eigentlich einen Marketing-Hintergrund habe und jetzt weniger technisch bin als meine Kollegen. Und gerade durch diesen Marketing-Hintergrund habe ich vielleicht mehr Customer-Centricity, um wirklich zu sehen, okay, was will der Kunde und was unsere Messaging sein könnte. Das finde ich einzigartig. Die Eigenschaften, die ein Kandidat mitnehmen muss, um bei EY erfolgreich zu sein, sind super unterschiedlich in den verschiedenen Teams. Und gerade in Data and Analytics haben wir auch so viele verschiedene Persönlichkeiten. Vielleicht würde man gar nicht vermuten, dass wir nicht nur Techies im Team haben, sondern auch Business-Leute. Also es kann super unterschiedliche Sachen sein. Hauptsache, dass man sich selbst ist und hat eine Motivation, die Sachen zu verändern und besser zu machen.